Herzlich willkommen am Platz des 18. März. Herzlich willkommen kurz vor der Abnahme durch Sicherheit und Co. Sie dürfen sich bereits hier aufhalten, gleich kommt die Absperrung weg. Herzlich willkommen vor allem am Manav Halboni, denn wir begrüßen nicht nur Manav, sondern sein Werk hier, das Monument, das ein Teil des dritten Berliner Herbstsalons ist, der morgen um 16.30 Uhr an eben diesem Platz eröffnet. Nicht nur mit dem Monument, sondern dann mit einer Prozession von Suffragette City, Lara Schnitger und dann zum Gorki, Kronprinzenpalais und Palais am Festungsgraben wandern wird, wo neben dem Monument noch 99 weitere Künstlerinnen und Künstler, vor allem aus Berlin, aber auch aus der ganzen Welt, sich beschäftigen mit den einfachen Narrationen von Integration, die uns heute angeboten werden, mit den Retropien neofaschistischer Bewegungen, denen wir uns widersetzen wollen, mit Kunst, mit künstlerischer Bearbeitung und zu der wir eintrittsfrei, wohlgemerkt, das gesamte Berliner Publikum einladen. Ganz kurz zum Monument. Sie haben vielleicht das Monument schon erfahren in Dresden, wo es zum ersten Mal aufgestellt war. Mein Dank gilt dann nochmal dem Kunsthaus Dresden, der Leiterin, die hier ist, Christiane Mick-Schwarz, Robert Thiel und allen Kollegen dort, die in einer großen Anstrengung nicht nur das Werk präsentiert haben, sondern in monatelangem Diskurs, Dialog für eine unglaubliche Vervielfältigung dieses Werks gesorgt haben. Denn Sie sollten wissen, dass neben dem, was medial präsent war, nämlich dass das Werk rechtsextremer, identitärer Anfeindungen ausgesetzt war und Morddrohungen der Schirmherr dort von der FDP, Herr Hilbert, erhielt, genauso wie Manav Halboni. Diese Rezeption stellen wir auch im Herbstsalon übrigens aus, dass dieses Werk aber über diese mediatisierten Ereignisse hinaus das veranlasst hat, das möglich gemacht hat in Dresden, was wirklich für uns auch bemerkenswert in der Ansicht war, nämlich dass eine Zivilgesellschaft anders wieder in Dialog gekommen ist, in Auseinandersetzung gekommen ist über den Neumarkt, über Dresden, über das, was eben eine Frauenkirche bedeutet und bedeuten kann historisch, neben dem, was Versöhnung heißt. Deswegen sind wir sehr dankbar den Kollegen dort, Manav Halboni, dass wir jetzt das Monument am Platz des 18. März, der erinnert an 1848, an die Märzrevolution, Barrikadenkämpfe, einen besseren Platz hätten wir also nicht bekommen können in Berlin. Er erinnert gleichzeitig auch, so war es damals der Kompromiss an die freien Wahlen 1990 der Volkskammer. Und so freuen wir uns, den Berliner Herbstsalon morgen mit diesem Werk eröffnen zu können. Und wir freuen uns sehr, dass wir Klaus Lederer, den Kultursenator Berlins, gewinnen konnten, Schirmherr dieses Werks zu sein. Das Werk kam von Dresden nach Berlin in unsere Hände. Und Sie haben die Gelegenheit, gleich im Anschluss auch Fragen zu stellen zum Werk selbst, zur Bedeutung. Ich werde Ihnen ersparen, die historischen Kontexte hier weiter zu elaborieren. Sie sehen rechts den Reichstag, Sie sehen links vor allem das Mahnmal für den Holocaust und all diese Kontexte werden dieses Werk sicher nochmal in neuem Licht zeigen. Und wir laden die gesamte Berliner Stadtbevölkerung auch zum Gespräch über dieses Werk ein, in ein Bürgerforum. Auf einem Schild am Werk können Sie alle Details lesen. Ab morgen also der Herbstsalon für alle Berlinerinnen und Berliner. Schön, dass Sie erstmal da sind, um das zu verbreiten. Und ich gebe weiter an den Künstler Manav Halboni. Ich werde es, glaube ich, ganz kurz und knackig machen. Ich will mich auf jeden Fall erstmal fürs Gorki-Theater, beim Gorki-Theater bedanken, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass die Arbeit hierher kommt. Und dann natürlich auch noch einen großen Dank an den Kultursenator, dass das auch mit unter seinen Flügel genommen hat. Und noch ein
ganz wichtigen Dank ist halt auch ans Kunsthaus in Dresden und an Robert Thiele, an die Christiane Mennicke-Schwarz und an alle, die das Projekt überhaupt möglich gemacht haben, dass es überhaupt entstanden ist und dass sie lange genug an mich geglaubt hat. Ich freue mich, dass die Arbeit jetzt in Berlin ist. Und ich hoffe, dass das hier auch zu einem Diskurs führt. Denn es ist wichtig, dass wir miteinander reden. Und es ist wichtig, dass wir gemeinsam eine Lösung finden und nicht nur alle gegeneinander reden. Und das bringt uns nicht weiter. Genau, danke sehr. Ja, ich freue mich sehr, dass Charmin mich vor schon etwas längerer Zeit gefragt hat, ob ich die Schirmherrschaft für Monumente übernehme. Was hat der Bürgerkrieg in Syrien zu tun mit der Situation hierzulande? Wir können, weil es weit weg ist, relativ leicht es uns machen und sagen, es hat gar nichts mit uns zu tun. Aber wir leben in einer globalen, in einer vernetzten Welt und so kommt das eine zum anderen. Zum einen, wir haben hier in den vergangenen Jahren erlebt, dass Menschen auf der Flucht vor Terror und Krieg Zuflucht gesucht haben. Das hat hierzulande zu einem, durchaus zu einer rassistischen Mobilisierung, zu einer nationalistischen Mobilisierung geführt. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzungen, die um das Kunstwerk in Dresden geführt worden sind, dann eben auch wieder deutlich machen, was passiert, wenn eine Stadt sich auseinandersetzen muss mit bestimmten Mythen, mit denen sie jahrelang gelebt hat. Ich finde, Kunst soll verstören, Kunst muss und darf provozieren. Viele werden sich fragen, warum stehen jetzt hier drei Busse im Stadtbild rum? Und sie werden vielleicht Fragen stellen. Manche werden vielleicht einfach nur vorbeigehen und sagen, ja, steht dann halt hier. Andere werden möglicherweise versuchen herauszubekommen, was diese drei Busse symbolisieren sollen. Ich sage es jetzt auch nicht, die meisten von Ihnen wissen es ohnehin. Aber es ist eine Debatte in Dresden ausgelöst worden und ich wünsche mir diese Debatte auch hier. Was ich mir nicht wünsche, sind die zum Teil ekelhaften Begleiterscheinungen, die Debatte in Dresden hatte. Charmin hat schon darauf hingewiesen, es gab ja nicht nur die Morddrohungen gegen den Oberbürgermeister und gegen Manna Falboni, sondern es gab ja darüber hinaus auch den Versuch, die Kunst als solche zu denunzieren am Neumarkt den Versuch im Stadtbild sozusagen das Kunstwerk lächerlich zu machen, es als Schrott zu bezeichnen, als etwas, als entartete Kunst, als etwas, was dort nicht hingehört. Und umso wichtiger finde ich, dass Künstlerinnen und Künstler diesen Mut finden, diese Reibungsflächen im gesellschaftlichen Diskurs immer wieder zu erzeugen. Deswegen, ich freue mich, dass das Monument jetzt hier eröffnet wird, das Monument jetzt hier steht. Ich sage auch nochmal, es war nicht so ganz einfach, dass es hier an diesem Ort geschieht, dass das Bezirksamt Mitte am Ende bereit war, sich darauf einzulassen. Dafür dann auch nochmal meinen Dank. Und der Herbstsalon wird ein Ort sein, wird eine Gelegenheit sein, die Auseinandersetzungen, die auch mit diesem Kunstwerk provoziert werden sollen, zu führen. Und ich hoffe, es wird nicht nur im Herbstsalon passieren, sondern auch in der Berliner Stadtgesellschaft. Vielen Dank. Genau, falls Sie noch einzelne Fragen haben, stehen wir zur Verfügung. So ist es. Natürlich. Sorry. Einfach stehen bleiben, ich mache mir das schön. Alles klar, Sie machen das schön. Wir machen das schön. Und da kommt noch der RBB, den nehmen wir auch noch an. Die Kollegen vom RBB, wenn Sie sich, dann machen wir nachher Radio. Nur, ob das jetzt hier geht, weil ich keine Angel habe. Aber das sind tiefer die Angel. Ja, hat es keine Einzelne gegeben? Okay. Nee, weil Herr Liederer dann. So, machen wir los. Okay, Herr Leder, soll ich noch warten? Ja, wartet mal kurz. Genau. Ich warte noch, dann müssen wir sehr fair, sehr anständig. Genau. Hallo. Genau. Moment, steht so. Alle ganz solidarisch, alle warten. Danke. Okay. So. Ja. Herr Lederer, wie sehen Sie dieses Kunstwerk hier? Ist es wichtig? Was macht es hier in Berlin? Also es ist, also Kunst soll erstmal nicht unbedingt besonderen Schönheitsansprüchen genügen, sondern dieses Monument hier auf dem Vorplatz des Brandenburger Tors wird viele Leute verstören. Es wird möglicherweise auch provozieren. Es werden Leute vorbeigehen und sagen, warum steht das hier, was soll das hier, wer hat hier diese drei Busse hingestellt? Und möglicherweise sorgt das dann auch für Nachdenken oder für Nachfragen, was symbolisieren diese drei Busse? Was sind in Dresden für Debatten um dieses Kunstwerk gelaufen? Es gab ja die Unterstellung gegenüber dem Künstler, er würde den Terror verherrlichen, weil als in Syrien diese drei Busse, die im Grunde
die Anregung waren für die Entstehung dieses Kunstwerks, fotografiert worden sind, gab es eben auch die Fahne einer terroristischen, islamistischen Miliz. Und es gab immer wieder Debatten um die Frage, ob der Künstler darin de facto eine versteckte Botschaft transportieren will, bis zu Hass, bis zu ganz, ganz harten Anfeindungen durch Rassisten in Dresden. Und natürlich hat es in der Stadt Dresden auch eine Auseinandersetzung ausgelöst um das Selbstverständnis der Stadt. Im Gefolge des Zweiten Weltkriegs, im Gefolge der alliierten Bombenangriffe und der Frage, ist Dresden eigentlich eine unschuldige Stadt? Der Oberbürgermeister hat sich damals als Schirmherr in diese Debatte mit eingemischt, was ich sehr mutig finde. So, insofern, also dieses Kunstwerk ist ein Stück Provokation im öffentlichen Raum, mit großer Sicherheit, so ist es auch gedacht. Und dass es hier am Platz des 18. März steht, ist natürlich auch symbolisch, denn der 18. März steht für Freiheit, für Demokratie und für Menschenrechte. Erwarten Sie hier, ich glaube, die Kollegen sind nicht böse, wenn sie ein bisschen mittiger gucken. Ja. Ist Berlin denn so anders als Dresden? Also was denken Sie, welche Reaktionen gibt es hier? Wurde es hier jetzt gut aufgenommen oder ist es hier auch eine große Provokation? Wissen Sie, ich habe keine Glaskugel. Eins steht aber fest, dass Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus jetzt nicht in einem Teil Deutschlands verankert sind, sondern bedauerlicherweise können wir überall ein deutlicheres Hören von bestimmten Ressentiments, von bestimmten Haltungen in der Gesellschaft vernehmen, die es immer gegeben hat, aber es vielleicht in den letzten 15 oder 20 Jahren nicht so deutlich zum Ausdruck gekommen sind, wie das augenblicklich der Fall ist. Insofern wissen wir nicht, welche Reaktionen erfolgen. Aber der Herbstsalon und auch viele andere Gelegenheiten in unserer Stadt, genau diese Debatten auch zu führen, auch zu werben, sich klarzumachen, dass Demokratie nichts ist, was vom Himmel fällt und dass Menschenrechte nicht sind, was einem irgendwie in die Wiege gelegt wird, sondern was immer wieder neu erkämpft werden muss. Dazu soll dieses Kunstwerk auch eine Reibungsfläche erzeugen. Hier ist es ja jetzt vor Ort noch recht ruhig im Gegensatz zu Dresden, aber in den sozialen Medien gibt es schon wieder Unmut darüber, warum muss das jetzt schon wieder hier sein? In Dresden wollten es die Leute nicht. Was sagen Sie diesen Leuten, die damit so unzufrieden sind? Auch den Berlinern vielleicht, die damit unzufrieden sind. Dass sie sich tatsächlich die Zeit nehmen sollten, sich auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, was hat beispielsweise der Bürgerkrieg in Syrien mit uns hierzulande zu tun, mit unserem Lebensstil zu tun, mit unserer Bereitschaft, Empathie zu empfinden für Menschen am anderen Ende der Welt oder in anderen Teilen der Welt, denen es beschissen geht, die vor Verfolgung flüchten müssen. Also es gibt so viele Auseinandersetzungsformen und Möglichkeiten und man weiß natürlich, dass im heutigen Zeitalter der Erregungspegel sehr, sehr schnell hochschnellt, wenn besorgten Bürgern das eine oder andere nicht gefällt. Aber das gehört in der Demokratie dazu, genau auch das auszuhalten und in diese Auseinandersetzung zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die eben vor diesem Krieg geflüchtet sind und jetzt bekommen sie so ein Zeichen vor die Nase gesetzt. Ist das nicht ein bisschen verstörend? Also Menschen sind vor diesem Terror geflüchtet und sie haben hoffentlich keinen anderen Terror zu fürchten. Das ist für mich ganz relevant. Sie haben hoffentlich keinen Terror zu fürchten in ihren Flüchtlingsunterkünften. Sie haben hoffentlich nicht zu fürchten, dass die Flüchtlingsunterkünfte angezündet werden. Sie haben hoffentlich nicht zu befürchten, dass sie auf der Straße überfallen werden, weil sie nicht ins Weltbild einzelner Völkerstädter passt. Insofern, wer hierher kommt, wer in eine demokratische Gesellschaft kommt, in der Demokratie jeden Tag wieder neu erkämpft werden muss, der wird das möglicherweise auch als eine Solidarisierung empfinden, als eine Unterstützung. Das wollte ich auch gerade noch fragen, was hat Syrien hier mit Berlin zu tun? Warum, in welchem Zusammenhang steht es? Oder es gibt ja viel Zusammenhänge. Ja eben, es gibt eine ganze Menge Zusammenhänge. Es ist einmal die Situation, dass Menschen aus dem Bürgerkrieg in Syrien hierher geflüchtet sind. Es ist andererseits die Situation, dass oftmals hier in den Ländern des Nordens mit einer gewissen Teilnahmslosigkeit auf die Situation dort geguckt wird. Daran hat man sich gewöhnt, dass es Terror gibt, dass es Krieg und Verfolgung gibt. Und man hat sich auch daran gewöhnt, dass hierzulande Geschäfte gemacht werden mit Diktatoren. Man hat sich daran gewöhnt, dass die Militarisierung der Außenpolitik auch hierzulande und in Europa zu den offenbar einzelnen denkbaren Lösungsmöglichkeiten solcher Konflikte führt. Insofern bin ich dankbar dafür, dass diese Debatte jetzt zumindest durch dieses Kunstwerk auch in gewisser Form wieder eine neue Reibungsfläche erhält. Dankeschön. Danke. Jetzt noch der Hörfunk. Ja, hallo.